So. Das geht ja gar nicht anders. Wir müssen ja jetzt irgendwie das mit den Dias hinbekommen. Gehen wir das nochmal ganz durch. Hörst du eigentlich nie auf? Ein letztes Mal, okay? Ich bin auch ganz ernst. Reiß dich zusammen. So. Oh, da sind sogar schon Antwortmöglichkeiten weg. Ich denke mal, mit dem Symbol waren wir gar nicht so verkehrt. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? Hier. Was ist das? So, jetzt haben wir Organon Sprengturm, Basis, Unterschlupf oder Stützpunkt. Ich denke mal, hier kommt es einfach nur darauf an, wie es ausgesprochen wird. Ich würde mal sagen, überall, wo ein T drin vorkommt, kriege ich das schon mal nicht hin. Ja, da Stützpunkt, Unterschlupf, Sprengturm. Basis ist das einzige, ein Organon Basis. Würde der bestimmt hinbekommen. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? So. Der Organon wird die Bohnen in die Luft sprengen. Zerstören ist eher unklar. Planeten. Die Luft. Also ich glaube, da kriegt echt nur das T nicht hin, oder? Wir versuchen das mal. Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? So, attackieren, wehren, angreifen, Offensive. Da würde alles außer attackieren gehen, glaube ich, ne? Ich meine, angreifen klingt auch wieder so drastisch. Machen wir mal das hier. Wir müssen uns wehren. So, so. Und wo, bitteschön? So. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Ich erinnere mich. Red weiter. So, das hatten wir ja schon. Will hier eine Bombe. So, und da bin ich mir jetzt noch nicht mal sicher, ob wir da das Richtige ausgewählt haben. Ich glaube, wir hatten nur Detonation, ne? Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? So, da hat man ein bisschen jetzt die Ausstiegscode. Ich glaube, wir versuchen auch mal eine andere Schiene. Wir haben noch einen Aschenmärmel. Das geheime Wischen in Golds Gehirn. Die Datasette kriegt er nicht hin. Implantat, genau. Ausstiegscode. Ja, dann versuchen wir mal so. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. So. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich hoffe, das kriegt er hin. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das der Janosch. Nein, nein. Ich mach das schon. Oh, oh. Jetzt nur nicht lachen, Gofus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Ihr habt alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles ja. Aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf der Ponia. Bol hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist,
werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Aber die Stimme vom Janosch war ja auf einmal ganz anders, wa? Auf einmal konnte er normal reden. Ist ja unglaublich. Ein Hoch auf Rufus, unseren neuen Anführer. Rufus. Das war so cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Und was passiert jetzt? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich seltsam unbeschwert, so ganz ohne meine noble und meine sportliche Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, drei Goals zu daten. Aber Rufus. Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Oh, das hast du so schön gesagt. Gibst du mir die Datasetten? Ich vermisse die anderen beiden ja schon irgendwie. Und du kommst auch gleich nach in Docs Labor, ja? So, wir haben es geschafft nach gefühlt 15 Folgen. Sie steht auf mich. Es ist unglaublich. Was ist hier los? Janosch? Psst, ich muss hören, was da drin vor sich geht. Wieso? Was steht denn da drin vor sich? Und was treibt ihr überhaupt hier? Wir setzen deinen Plan in die Tat um. Was denn sonst? Mein Plan? Ja, du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitzen und nichts tun kann man keine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeuten. Moment mal, bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Freundin? Das hättest du wohl gern. Zuallererst ist Goal eine funktionierende Widerstand. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Sag mal, spinnst du jetzt total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegsgoats bekommen. Oder sollte ich lieber Unorganisation sagen? Was denn? Du meinst Donner? Genau. Das unorganisierte Verbrechen hat sich in Docs Labor verschanzt. Sie haben Doc und Goal als Geiseln genommen und wollen so ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Aber die Revolution lässt sich nicht erpressen. Sobald es zur vollen Stunde schlägt, stürmen wir die Bude einfach. Das heißt, Galef stürmt und ich halte mit Liebold die Stellung. Was? Das ist doch Wahnsinn. Genau. Ich kenne diese Leute. Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur euch selbst umbringen. Also mich. Das ist das Los eines Freiheitskämpfers. Immer bereit für die gute Sache zu sterben. Wartet damit bitte noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hätte ja nicht besser laufen können. Zugang zum Labor erhalten. Goal befreien. Goal nochmal operieren. Mit Goal zusammen nach Elysium. Okay. Man kann es auch in die Länge ziehen. Was hast du vor? Was wohl? Ich gehe da jetzt rein. Aber da drin wimmelt es von unorganisierten Verbrechern. Mit denen werde ich schon fertig. Hey, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Ja? Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Was war denn das jetzt? Was?
Ich habe eine Liebolds Fernbedienung, Alter. Das ist es. Ich sprach, glaube ich, gar nicht erst. Wozu wohl all diese Knöpfe gut sind? Ich drück einfach den größten. Und zap. Oh, schaut mich an. Ich habe einen wichtigen Auftrag erfüllt. Jeder Affe hätte das gekonnt. Ätzend. Was? Bitte? Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Mannen im Ruf. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, ich will gar nicht wissen, was der eigentlich gerade denkt, ne? Aber... Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel. Das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, an... Zukunfts-Ich, alte Socke. Das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Na gut. Dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Hier schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. So ein Idiot. Doc, Goal, ihr lebt noch. Was ist da los? Rufus? Was treibst du da? Chillen. Töten! Beißt ihm die Augen aus! Ich glaube, das ist diesmal nicht nötig, Boss. Es ist Rufus. Der gehört zu uns. Was hattest du denn in Docs Asbestlager verloren? Ich brauchte Asbestplatten? Und hab mich versehentlich eingesperrt. Ja, da muss man vorsichtig sein. Auf diese Weise habe ich zwei Tanten verloren. Aber gut, dass du kommst. Wir sitzen in der Falle. Irgendwelche Extremisten sind hinter unseren Aufstiegscodes her. Euren Aufstiegscodes? Wir waren gerade dabei, sie in unsere Unternehmensmasse zu überführen. Warum auch die Brechstange? Wenn sie nicht bald abziehen, müssen wir uns den Weg freischießen. Knallt sie ab! Tabula rasa! Wartet! Ich habe einen Plan. Hören Sie zu. Wink juckt schon der Finger am Abzug. Verfluchte Nickelallergie. Okay, warum kann Stotterli auf einmal labern?
Ist ja nicht dein Ernst, ja. So, Rebellen übertölpen, das unorganisierte Verbrechen übertölpen. Okay, weiter. So, Hey, Donner! Psst, Donner muss nachdenken. Wozu? Bislang hat sie es auch ohne geschafft. Wie war das? Mich verlangt es nach einem Melonensaft. Ja, mich auch. Aber wir werden wohl vorerst hier drin bleiben. Auch wenn das heißt, dass wir verdursten müssen. Wie sieht der Plan aus? Oh, der Plan ist bereits vollständig umgesetzt. Wir sind zumindest theoretisch im Besitz der Zielperson. Bravo. Und wie gedachtet ihr, aus der Nummer wieder rauszukommen? Für diesen Punkt entwickelt Donner gerade einen neuen Plan. Gegen diese Vorgehensweise ist eigentlich nichts einzuwenden. So, was haben wir denn hier? Eine Schublade. Ich darf doch. Passt rein. Haha, was haben wir denn da? Noch zwei Fernbedienungen, klasse. Die sollten etwas Schwung in die Bude bringen. Mal gucken. Bei der einen klebt ein Etikett auf der Unterseite. Hey, da steht Donner drauf. Donnerwetter. Donner hat also auch ein Hirnimplantat. Das sollte nützlich werden. Und die andere? Nanünana. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die zu Liebold gehört. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur noch nicht. Gucken wir uns nochmal bei Doc und Goal um. Doc, alles klar bei euch? Ach so, Knebel. So, jetzt besser? Ja, alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja. Naja, ein bisschen Hilfe könnten wir hier schon gebrauchen. Ach. Irgendeine Idee? Leider nein. Wir sind sozusagen die Hände gebunden. Wir sind die Hände gebunden. Auch das. Vielleicht hat Lady Goal ja eine Idee. Ihre Datasette liegt noch im Implantat. Was genau ist passiert? Sie kamen aus dem Nichts. Naja, genauer gesagt kamen sie durch die Tür. Sie haben uns einfach überrumpelt und gefangen genommen. Ich glaube, sie sind hinter den Aufstiegscodes her. Glaubst du? Naja, sie sagten Sachen wie, wo sind die Aufstiegscodes und so. Ich habe versucht zu erklären, dass das im Moment nicht möglich ist. Sie wollten nicht hören. Ich versuch mal was. Ich würde dir ja die Daumen, aber die Fesseln und so. Kein Problem. Hey, was soll denn? Goal. Rufus, endlich. Du musst uns hier rausholen. Ich arbeite dran. Dann arbeite schneller. Immerhin hast du mich auch in diesen Schlamassel reinmanövriert. Ah, du bist also Lady Goal. Und du bist gleich Lady Rufus, wenn du dich nicht beeilst. Lauf nicht weg. Untersteh dich denn. So, Donners Fernbedienung. Mist. Es funktioniert. Es muss daran liegen, dass sich noch gar keine Datasette in der Fernbedienung befindet. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die zu Liebold gehört. Hey, wo bist du? Ich, wollte mich ein wenig im... Warst du nicht vorhin schon die ganze... Ach ja. Mist. Donnerwetter. Donner hat also... Das sollte nützlich... Das ist doch die Fernbedienung, die zu lieb. Mir fehlt doch irgendwas, oder irre ich mich da? Die funktioniert angeblich. Die funktioniert angeblich. Die Funktion angeben. Mir fehlt doch irgendwas um... Hey, was soll das werden? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Lass den Unsinn. Wir sind mitten in einer Geiselnahme. Ich könnte ja mit den Typen da draußen verhandeln. Das ist vielleicht eine Idee. Was meinst du, Donner? Rasiert ihre Füße! Donner sagt, sie kann das unmöglich verantworten. Stand das Zwinkern nicht mal für die Andeutung, jemandem erheblichen physischen Schaden zuzufügen? Oh, sorry. Wir haben den Code geändert, ohne dich einzuweihen. Kommt nicht wieder vor. Das sind brutale Monster, allesamt. Doc! Ach so. So, ja. Na dann, ja. Ein bisschen Hilfe. Ach.
Dieses Element an Donners Schläfe. Ist das eigentlich auch ein Implantat? Ja, ich habe es selbst eingebaut. Wieso fragst du? Ich glaube, ich habe einen Plan. Hol lieber noch eine zweite Meinung ein. Überlass das mir. Habe ich eine Wahl? Nope. Ich versuche... Ich würde dir ja die... Aber die... Kein Problem. Hey, was soll... Mist. Es muss daran liegen, dass sich noch gar keine Datasette in der Fernbedienung befindet. Irgendwas ist... Hat sie eine neue... Nein, sie ist Eine Datasette? Rufus. Was genau ist passiert? Sie waren plötzlich einfach da. Doc hat versucht, mich zu verteidigen. Fast wie ein echter Gentleman. Leider war es komplett sinnlos. Sie waren zu dritt und bewaffnet. Ich habe hier diese Fernbedienung gefunden. Ich glaube, sie gehört Donna. Worauf willst du hinaus? Naja, wenn ich nur kurz deine Datasette entfernen könnte... Untersteh dich! Nanu, seit wann hat Doc denn Champagner in seiner Praxis? Was? Wo? Sorry, Goal. Du wirst mir später dafür danken. Hey, was tust du da? Netter Körper. Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht! Nein, stört kaum. LOL. War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja. Zu spät. Naja, zumindest haben wir eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. ...Plan. Ich spüre, wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Es liegen Genialitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Kaugummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Garlef kümmere. Und zack, schon sind wir draußen. Vergangenheits-Ich? Was redest du denn da? Können wir nicht einfach auf demselben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Nein, das geht nicht. Wegen der Zeitkohärenz und Temporal-Dingsis und so. Es ist kompliziert. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgoals Datasette finden. Hier, nimm die so lange. Hey, Astrein. Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir aber noch eine Knarre mit. Und ich bekomme Donners Fernbedienung. Wenn's dich glücklich macht. Mann, das wird sowas von episch.